Ein Verzweifelnder verzweifelt über etwas. So sieht es einen Augenblick aus. Aber das ist nur ein Augenblick. Im selben Augenblick zeigt sich die wahre Verzweiflung oder die Verzweiflung in ihrer Wahrheit. Indem er über etwas verzweifelte, verzweifelte er eigentlich über sich selbst und will nun sich selbst loswerden. Über sich verzweifeln, verzweifelt sich selbst los sein wollen, ist die Formel für jede Verzweiflung. Ein Verzweifelnder will verzweifelt er selbst sein. Aber das Selbst, das er verzweifelt sein will, ist ein Selbst, das er nicht ist. So will er sich selbst, das er ist, los sein, um das Selbst zu sein, das er selbst erfunden hat. Ein Selbst zu sein, wie er es will, das würde seine ganze Lust sein. Dagegen gezwungen, ein Selbst zu sein, wie er es nicht sein will, das ist seine Qual. Die Qual, dass er sich selbst nicht loswerden kann. Meistens lebt der Verzweifelte in einem gewissen Halbdunkel über seinen eigenen Zustand. Er weiß wohl bis zu einem gewissen Grade bei sich selbst, dass er verzweifelt ist. Er merkt es an sich selbst, wie einer an sich merkt, dass er eine Krankheit in sich trägt. Aber wie dieser will er sich oft nicht recht zugeben, was ihm eigentlich fehlt. In dem einen Augenblick ist es ihm beinahe klar, dass er verzweifelt ist, in einem anderen Augenblick aber ist es ihm doch, als hätte sein Übelbefinden einen anderen Grund in etwas außer ihm, sodass er, wenn nur dies geändert würde, nicht verzweifelt wäre. Ein Selbst zu haben, ein Selbst zu sein, ist das größte, das unendliche Zugeständnis, das einem Menschen gemacht wurde. Zugleich aber die Forderung der Ewigkeit an ihn.